Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo Terbex. Ich befinde mich in Hasselfelde, das ist in Sachsen-Anhalt, ganz genau in der Pullman City. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich möchte euch mitnehmen, eine Reise in die Vergangenheit, in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts. Das ist 1801. Die Besiedelung des Westens sollte beginnen. Die Indianer waren am Anfang überaus friedlich. Die Weißen hatten begehrte Tauschwaren dabei. Waren, die es bei den Indianern nicht gab. Stahl, Messer, Tomahawks, Kochtöpfe und auch Glaser. Und so viele Tiere. Am Ende nur noch 1000 von ihnen übrig. Heutzutage werden sie wieder gezielt. Verschiedene Nationalparks in den USA und auch hier bei uns in Europa. Wenn ihr glaubt, dass unsere Zahnsenden nur, weil sie frei herumlaufen und gefüttert werden, das sind sie nicht. Die Majestätischen, der Geschichte ist die Geschichte unseres Volkes. Der Heimat lebt in der Unterwelt, bis er in der Vision unseres Volkes sei. Das waren für euch unsere Bisons, unsere Tatankas. Auch waren die meisten Partner hier angekommen, konnte das restliche Land und mit ihnen zeigen. Damals war das Blaue und das auch die Siedler kamen für Gold. Dieses magische Wort setzte Menschen in Hoffnung. Tausende von Goldsuchern machten sich auf den Weg nach Kalifornien, um den Lockruf des Goldes zu folgen. Und hier sind sie noch einmal für euch, unsere Genialen. Nun bleiben wir bei den Siedlern. Diese waren auf langen Trails unterwegs und der bekannteste unter ihnen war der Oregon Trail. Auf diesem Trail waren mehrere Handelsstationen, damit sich auch die Siedler mit dem Nötigsten versorgen konnten. Viele der Handelsstationen wuchsen heran, zu großen und auch zu kleinen Städten. Und so kann man sich vorstellen, es hätte auch diese Stadt hier. Overland Stage, gegründet 1854 von der Firma Welsfahrt. Damals beliebteste Reisemöglichkeit legt eine Strecke von 4500 Kilometer innerhalb 24 Tagen zurück. Wenn die Kutschen angekommen waren, wurden so schnell wie möglich die Pferde gewechselt und auch die Passagiere konnten sich die Beine vertreten. Und wir steigen auch ein paar aus und ein ganz besonderer Mensch steigt auch aus. Ladies and Gentlemen, liebe Kinder, begrüßt Sie mal einen großen Applaus. Er kommt aus South Dakota, Mr. Wayne Whiteway.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Ciao!